Bei der Aufgabe geht es um einen Trampolinspringer, der hat eine Masse von 65 Kilogramm, die Spannenergie 1,6 Kilojoule, also 1600 Joule. Und bei der Aufgabe A ist gesucht, welche Höhe hat er. Und da muss ich wissen, dass die Spannenergie in Höhenenergie umgewandelt wird. Also E Spann gleich E Höhe, die E Spann ist M mal G mal H. Irgendwann ist vollständig umgewandelt. Ich löse nach H auf, also dividiert durch M und G, und dann habe ich die Höhe ist die Energie geteilt durch M und G, also Höhe ist 1600 Joule durch die 65 Kilogramm mal 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat, da kommt 2,5 Meter raus. Das war die A. Bei der B muss man so ein bisschen was erzählen, also an der Stelle. Also im tiefsten Punkt, ja, da ist die Spannenergie 1,6 Kilojoule. So, ein bisschen Platz machen. Und die kinetische Energie, die ist 0 Joule. Und die Höhenenergie, EH, ist auch 0 Joule. Und dann so kurz nach dem Verlassen, ja, da ist die kinetische Energie maximal 1,6 Kilojoule. Aber er hat keine Höhenenergie, weil er ist ja quasi nur einen Millimeter über dem Gummidings da. Ja? Und deswegen hat er hier 0 Kilojoule Höhenenergie und das Trampolin ist auch entspannt, hat keine Energie mehr. E Spann gleich 0 Kilojoule. Ja, so. Also die komplette Energie steckt in dem, also einmal in der Spannung und jetzt in der Höhe und in der Bewegung. Und am höchsten Punkt steckt die komplette Energie in Höhenenergie. Also EH gleich 1,6 Kilojoule. Und die Spannenergie ist hier 0 und die kinetische Energie ist hier 0 Joule, Joule. Und dann gibt es noch die Punkte, die sind eigentlich interessant, so dazwischen. Ja? Also hier, was ist da? Also in dem Fall, also Spannenergie da unten, da tut sich nichts. Also E Spann gleich 0 Joule. Und Höhenenergie und kinetische Energie in der Summe ergeben 1,6 Kilojoule. E H plus Ekin gleich 1,6 Kilojoule. Je nachdem, wie weit er oben ist. Also wenn er weiter oben ist, ist er mehr Höhe und wenig Geschwindigkeit. Wenn er weiter unten ist, hat er mehr Geschwindigkeit, weniger Höhe. Das wird jetzt bei der Aufgabe C auch berechnet. Bei der Aufgabe C, da geht es darum, da ist die Höhe H gleich 50 Zentimeter, also immer schon umrechnen 0,5 Meter. Damit kenne ich die Höhenenergie. EH gleich M mal G mal H gleich 65 Kilogramm mal 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat mal 0,5 Meter. Das ist so ungefähr 0,3 Kilojoule. Und die Gesamtenergie war ja, also es sind immer 1,6 Kilojoule. Das heißt, übrig sind 1,3 Kilojoule. Und das muss dann Ekin sein. Ja, Ekin gleich 1,3 Kilojoule, weil ja, EH plus Ekin gleich 1,6 Kilojoule. Ja, und daraus habe ich das. Also ich weiß, also das und das, die Summe ergibt 1,6. Bei der ganzen Geschichte immer ohne Reibung. Und ohne chemische Energie, das ist die Muskelkraft von diesem Springer. Ja? Der tut er eigentlich bei jedem Sprung, gibt er da Energie rein, deswegen wird er höher. Und das ist also jetzt nur so eine, ein bisschen so eine Näherungsformel, ohne Reibung, ohne Sprungkraft, also wenn er da nicht aktiv springen würde. Ich könnte jetzt, ich glaube, das ist gar nicht gefragt, nö, die Höhe habe ich, was könnte ich ausrechnen? Die Geschwindigkeit könnte ich ja ausrechnen. Ja? Also 1,3 Kilojoule gleich 1/2 mv². Quadrat. Also wie schnell ist er bei einem halben Meter Höhe? Da würde ich jetzt mal 2 machen, dass ein halb weg ist und dividiert durch m, also durch die 65. Und nicht vergessen, die Kilojoule wieder in 1300 Joule und dann habe ich es. Das wollte ich.